Du hast es über Anne gehört, mit ihrem Baby ist sie daheim. Was dich an der Geschichte stört, und da hast recht, das ärgert ein. Ihren Burschen zehn Kinderschuhe, obwohl das Notbetreuung ist. Und sie hockt faul auf ihrem Stuhl und macht den ganzen Tag keinen Strich. Es siehst du, doch bloß dran nah und nicht drin ein. Es siehst du, doch bloß dran nah und nicht drin ein. Doch was die Anne wirklich blockt, das bleibt doch sichtbar. Vom Wochenbett der Depression, das war dir nicht klar. Du hast dich richtig oben gefühlt, als du vom Geschäft heimgekommen bist. Der Nachbar hat sein Sohn erbrüllt, dass dir ganz anders schwor ist. So geht man nicht mit Kindern um, die stellen halt einmal was an. Die sind mal frech und toben drum, den zeigst am besten gleich mal an. Das siehst du, doch bloß dran nah und nicht drin ein. Das siehst du, doch bloß dran nah und nicht drin ein. Dass dein Nachbar nicht mehr schlafen kann, das bleibt doch sichtbar. Weil seine Firma vor der Pleite steht, das war dir nicht klar. Spontan, die ist jetzt wirklich spindeldünn. Die spinnt mit ihrem Schlankheitswahn, es ist so langsam richtig schlimm. Dass die so übertreiben muss, die isst fast nix und trinkt bloß Tee. Wenn du bloß Haut und Knochen bist, da ist doch gar nix mehr Trosche. Das siehst du, doch bloß drin nah und nicht drin ein. Das siehst du, doch bloß drin nah und nicht drin ein. Dass Claudi nix mehr essen kann, das bleibt doch sichtbar. Vor Trennungsschmerz von ihrem Mann, das war dir nicht klar. Das siehst du,